So, kurz nach vier. Heute mal etwas anders unterwegs. Wie gesagt, Business. Und dann geht's jetzt ab nach Texas. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lief eigentlich super, muss ich sagen. Wir werden auf jeden Fall jede Menge Geschäfte miteinander machen, so wie es aussieht. Und ich bin jetzt hier in meinem Hotelzimmer angekommen und ich muss sagen, mal wieder ein super cooles Hotelzimmer. Gar nicht so bestellt. Ich bin ja IHG, also Intercontinental Hotel Group Member, schon seit Jahren. Holiday Inn ist da zum Beispiel Mitglied oder ich weiß gar nicht, Intercontinental Hotels natürlich und Hotel Kimpton und so weiter und so fort. Wenn man da Mitglied ist, dann kriegt man halt freie Upgrades ab einer bestimmten, ja, sag ich jetzt mal, Punkteanzahl, die man mal gesammelt hat. Und so oft wie ich halt in Hotels bleibe, muss ich ganz ehrlich sagen, verfallen diese Punkte auch niemals, beziehungsweise der Status. Und ja, wie gesagt, es sind immer die coolsten Hotelrooms hier mit kleiner Couch, Schreibtisch, also mehr oder weniger schon kleine Suiten für einen Preis, wie gesagt, von einem normalen Hotelzimmer. Und da kann man eigentlich nichts sagen. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen. Ich mache mal unten auch einen Link rein. Da könnt ihr euch selbst dort anmelden. Kleiner Affiliate-Link, nur mal hier als kleiner Disclaimer. Hätte ich dann natürlich auch ein paar Punkte von, solltet ihr euch da anmelden. Aber wie gesagt, guckt euch das hier mal an. Das ist ein super, super Hotelzimmer. Super neu und super sauber, muss ich sagen. Und also wie gesagt, gefällt mir richtig gut. Hier so im Eingangsbereich mit Fliesen sogar. Und immer wie immer hier so ein kleiner Kleiderschrank, Bügeleisen, Bügelbrett auch immer dabei. Kühlschrank gibt es hier, Mikrowelle habe ich auch gesehen. Ja, hier Kaffeemaschine. Ja, alles mögliche. Und wie gesagt, hier eine kleine Couch und auch ein Schreibtisch. Das ist für mich immer ganz wichtig, denn ohne Schreibtisch muss ich aus dem Bett arbeiten, beziehungsweise vom Sofa. Und das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen suboptimal. Ja, und jetzt werde ich noch den Rest des Tages ein bisschen genießen. Ich lade gerade meine Uhr auf. Oh, wie spät haben wir es denn eigentlich? Ich glaube so, ja, ich weiß nicht, so 2 Uhr oder so sollten wir es jetzt haben. Und dann werde ich mir jetzt mal einen Uber schnappen und mich auf den Weg machen nach Austin, Texas und mir die Stadt mal so ein bisschen angucken. Da war ich nämlich auch noch nie. So, herzlich willkommen in Austin, Texas. Ist auch Texas Hauptstadt hier mit dem schönen Kapitol, die eigentlich fast überall gleich aussehen. Hier vom Staat Texas, direkt auf der, ja, sag ich jetzt mal einfach mal auf der Nordseite des Flusses. Und ich werde jetzt hier nochmal ein bisschen rumschlendern und mir eventuell eine Rooftop-Bar suchen und dann geht es nachher wieder ins Hotel. Jetzt ist hier natürlich auch so Texas, Austin beziehungsweise ist auch das Zuhause von Dell zum Beispiel, Dell Computers, Indeed, mittlerweile natürlich auch von Tesla. Tesla Gigafactory Austin war ich so, selber so noch nicht, aber soll auch bald kommen und von daher, ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt hier nochmal auf die Suche nach einer ordentlichen Rooftop-Bar und dann geht's gleich wieder ins Hotel. Das war Austin, Texas und jetzt geht es auch schon wieder nach Hause, wird langsam hell,
Flieger geht um 8 und ja, nochmal 2 Stunden bis Atlanta und dann von Atlanta nochmal, was weiß ich, eine halbe Stunde bis nach Chattanooga und dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Und ich wundere mich, warum ich immer fetter werde. So, 10 nach 6 und heute geht es nochmal nach Greenville, einen anderen Kunden besuchen und dann ist auch schon wieder die Woche um. Heute ist nämlich schon wieder Freitag. So, jetzt hier zwischen 2 Terminen, gestern noch in Austin, heute schon wieder in Greenville. Ja, wie gesagt, muss ich jetzt mal gucken. Gleich noch einen weiteren Termin, wie gesagt. Und Greenville hatte man mir ja letztes Mal gesagt, hätte ich mal ein paar Aufnahmen von machen sollen. Die sind dann dafür jetzt heute da. Und nach dem Meeting geht es dann auch wieder zurück, denn wir haben morgen noch Hausübergabe und dann ist die Woche auch schon wieder um. Den Podcast bzw. das Interview-Setup vorbereiten. Wir haben nämlich gleich noch ein Interview mit 2 meiner Zuschauer, Volker und Kerstin aus Deutschland, aus Hannover. Die wandern jetzt demnächst auch aus auf dem E-Visa und haben ihre Geschichte hier zu erzählen. Das gibt es dann irgendwann nächste oder übernächste Woche hier zu sehen auf Untüß Deutschland. Ja, und wie gesagt, ich muss das jetzt hier erstmal alles noch vorbereiten. Und dann muss ich nachher nochmal in die Stadt. Ich habe nämlich leider... ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Leider ist mir bei meiner Texas-Reise der Screen kaputt gegangen. Ich guck mal, ob man es, wie gesagt, so erkennen kann. Da sieht man es. So, leider der gute alte, beziehungsweise noch nicht so alte, das gute alte MacBook Screen leider kaputt. Wie gesagt, habe ich nachher noch einen Termin in der Stadt, in Chattanooga, und muss es reparieren lassen. Richtig. Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Ratschläge, die würde ich auch nur jedem empfehlen. Wie gesagt, wir bieten das ja auch an. Wir machen hier von Businessplan über einen Anwalt, also wir haben auch einen Inhouse-Anwalt, der auch mich persönlich mitbetreut. Der macht jetzt gerade auch die Dokumente fertig für meinen Ältesten aus Deutschland. Der kommt ja jetzt dieses Jahr rüber und... Also ich kann nicht nur jedem empfehlen, Anwalt, Unternehmensberatung, Marktanalyse auf jeden Fall machen, was ihr getan habt. Nochmal vielen Dank an Kerstin und Volker, dass sie uns hier ein Interview gegeben haben. Wie gesagt, das seht ihr dann in ein paar Wochen hier bei uns bei Untüß Deutschland auf dem Kanal. Und ich muss jetzt endlich mal meinen Mac reparieren lassen. Kann ich mich auch nur aufregen hier. Fahre ich hier extra hin eine Stunde? Und die Techniker, die haben beide gekündigt gestern. Jetzt ist hier weit und breit kein Techniker und ich brauche meinen Rechner wieder. Also das ist mal wieder so richtig. So, muss natürlich auch mal raus. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann guckt euch doch mal hier mein nächstes Video an. Bis dann.